28. Mai 1935, im Norden Sachsen-Anhalts. Die Heeresversuchsstelle Hillersleben nimmt ihre Arbeit auf. Punkt 9 Uhr fällt der erste Schuss. Millionen werden folgen. Hillersleben wird eine der Hauptversuchsstellen des deutschen Heeres. Im Weltmachtstreben träumt man hier von Riesengeschützen und Wunderwaffen. Die strenge Geheimhaltung macht den Schießplatz bis heute zur Legende. Ein halbes Jahrhundert später, im Hochsicherheitstrakt des Kampfmittelbeseitigungsdienstes Sachsen-Anhalt. Hier lagern die Reste der damaligen Versuche, Granaten, Bomben und Raketen. Tausende Tonnen scharfer Munition. Zum ersten Mal bekommt ein Kamerateam Zutritt in die unterirdischen Bunker. Die genaue Funktion vieler Waffen ist bis heute ein Geheimnis. Sagenumwoben sind die sogenannten Vergeltungswaffen. Hillersleben war Versuchszentrum für das V3-Projekt. Im Mittelpunkt stand dieser Röchlingspeer. Das flügelstabilisierte Geschoss durchschlug 4 Meter starke Stahlbetonwände wie Butter. Die Röchlingspeere sollten über den Ärmelkanal hinweg auf London abgefeuert werden, und zwar mit Hilfe einer sogenannten Hochdruckpumpe. Die auch als Tausendfüßler bezeichnete Waffe bestand aus paarweise angeordneten Pulverkammern. Beim Passieren des Geschosses erhöhte sich der Druck von Kammer zu Kammer und feuerte die Röchlingsspeere mit einer Geschwindigkeit von über 1000 Meter pro Sekunde aus den Rohren. Eingesetzt wurde die Hochdruckpumpe nie. Aber sie wurde ausgiebig getestet. Noch immer sind in Hillersleben die Zielbereiche, die gewaltigen Betonsegmente von damals, weithin zu sehen. Auf dem heute durch die Bundeswehr genutzten Gelände zählen sie zu den letzten Zeugen der ehemaligen Heeresversuchsstelle. An der Seite von Oberstleutnant Heinrich Schotte, Kommandant des Truppenübungsplatzes, begeben wir uns auf das gefährliche Terrain. Denn noch immer sind weite Teile des Geländes mit Munition verseucht. Heinrich Schotte kennt jeden Winkel auf der knapp 23.000 Hektar großen Fläche. Er kennt die Gefahren und er kennt die Geheimnisse des Platzes. Okay. Hier einer drin? Das und der. Ah ja. 2 Stück stecken noch drin. Das ist der größte Röcklingspeer, den es gegeben hat. Und es ist ein typisches betonbrechendes Geschoss. Das hat in sich 2 Ladungen. Eine vordere Ladung, eine hintere Ladung. Die Systematik sollte so sein, dass erst bei Auftreffen die rückwärtige Ladung detoniert und das Geschoss noch kräftiger in das Material drückt. Und erst dann ging die 2. Ladung hoch, die dann den Beton brechen sollte. Aha. Und wie man sieht, das ist ja alles ganz ordentlich armiert. Und trotzdem einfach Durchschüsse. Und schon in der 2. Reihe. Wo wir hier sind. Die Wucht der Geschosse war gewaltig, denn die riesigen Kolosse bestehen aus besonders gehärtetem Beton. Spätere Versuche, sie zu zerstören, blieben erfolglos. Auch deshalb werden sie vermutlich noch Jahrhunderte überdauern. Der Spezialzement macht bis heute eine Entsorgung unmöglich. Bis zu 4000 Menschen arbeiteten in Spitzenzeiten auf dem Versuchsplatz. Hillersleben war zwischen 1934 und 1945 der größte Arbeitgeber der Altmark.
Geschichte der Heeresversuchsstelle beginnt 1934. Adolf Hitler bereitet seine Kriegszüge vor. Zur Entwicklung und Erprobung von Kanonen mit großer Reichweite braucht er einen großen Schießplatz. Er beauftragt Professor Becker, General und Chef des Heereswaffenamtes, ein geeignetes Gelände zu finden. Und da hat Becker dann nach einigen Wochen Erkundung gesagt, also für ihn kommt nur die Kolwitz-Lietzlinger Heide in Frage. Darauf kam es dann 1934 zu einem Gespräch zwischen Professor Becker, Adolf Hitler und Göring. Denn Göring war ja Reichsjägermeister gewesen und die Kolwitz-Lietzlinger Heide gehörte mit zu seinen Jachtrevieren. Und in dieser Dreierunterredung spektakelte Göring auch umher, er sieht das gar nicht ein. Und daraufhin kam es zu einem Eklat. Professor Becker wurde rausgeschickt. Scheinbar muss dann in diesen 5 Minuten Hitler den Göring zusammengeschissen haben. Professor Becker wurde dann wieder zu dem Gespräch hinzugezogen. Und man sagte ihm also, Sie können Ihren Schießplatz da bauen. Ende 1934 beginnen die Planungs- und Vermessungsarbeiten. Hillersleben soll die Hauptversuchs- und Entwicklungsanstalt des deutschen Heeres werden. Alle Arbeiten laufen streng geheim ab. Kaum etwas dringt nach draußen. Also 1934 war ich 10 Jahre. Ich ging zur Mittelschule, hatte hier die Grundschule besucht, musste dann nach Heinsleben fahren. Und zu Weihnachten munkelten unsere Eltern und erwachsene Menschen, hier soll ein Heeresversuchsplatz entstehen. Keiner konnte sich was darunter vorstellen. Interessant war, immer mehr Militärautos fuhren durch unser Dorf. Es rückten große Baubetriebe wie Lenz und Co., Philipp Holzmann, Polenski und Zöllner an. Die Kolwitz-Lietzlinger Heide wird komplett umgestaltet. Um den Schießplatz zu bauen, beginnt eine der größten Waldrodungen in Deutschland seit dem Mittelalter. In einem geheimen Schreiben an die Landesforstverwaltung Magdeburg heißt es dazu lapidar: Die Heeresverwaltung benötigt zur Schaffung eines Versuchsschießplatzes in der Lietzlinger Heide eine Schussbahn von etwa 27 Kilometern Länge und 700 Metern Breite. Diese ist kahl abzutreiben. Die Leute waren erstmal schockiert. Auch wir hatten 1,5 Morge Acker auf der sogenannten Mittelbreite. Wurde abgekauft, weil es innerhalb des späteren Versuchsplatzes lag. Und auf einmal durften wir da nicht mehr hin. Und vor allen Dingen war das Usus. Jeden Ostern sind wir als Kind mit unseren Eltern nach Paxförde zum Eiertrudel gegangen, zu Fuß. Osterspaziergang, 3 Kilometer. Da war ja nur alles vorbei. Das sind dann so Erinnerungen, und das, wir durften da nicht mehr hin. Und die Heide kahlgeschlagen und leergeräumt. Dörfer wie Salchau oder Schnöckersburg verschwinden von der Landkarte. Ihre Bewohner werden zwangsumgesiedelt. 1935 ist Hillersleben eine der größten Baustellen Europas. Insgesamt 70 Millionen Reichsmark kostet der gigantische Komplex mit Kasernen, Versuchsgebäuden, einem Eisenbahnanschluss und sogar einer eigenen Fettbahn. Hillersleben wird einer der modernsten und größten Militärversuchsplätze seiner Zeit. Am 28. Mai 1935 fällt der erste Schuss. Innerhalb von nur 2 Jahren ist der Gesamtkomplex voll funktionstüchtig. Für die Heeresführung ein Vorzeigeobjekt. Adolf Hitler besucht 1937 die Heeresversuchsstelle zum ersten Mal. Aus Sicherheitsgründen wird sein Besuch nahezu geheim gehalten. Wir dachten, Hitler kommt nur mit dem Bus hier lang oder mit dem Auto. Ich sehe das heute noch, da haben wir noch Blumen gepflückt. Und ich habe Bekannte, der ist Jahrgang 28, und die haben am
Bahnhof gestanden und haben geprallt, lieber Führer sei so nett, zeig dich mal ans Fensterbrett. Und Hitler soll aber nur, der soll fürchterlich verschnupft gewesen sein. Also, man kann nicht sagen, Rotznase klingt schlimm, aber fürchterlich verschnupft. Und die eine sagt, sie mussten den Taschentücher besorgen. Und der hat dann wieder zugezogen und auf der anderen Seite, wo die großen Führer standen, hat er gar nicht rausgeguckt. Eher mürrisch nimmt Hitler die Vorführung zur Kenntnis. Zu den Hauptaufgaben der Versuchsstelle gehört die Erprobung von Artilleriewaffen. Insgesamt 9 stationäre Versuchsplätze stehen dafür zur Verfügung. Jeder ist mit einem eigenen Buchstaben kodiert von A bis I. Das geheimste Waffenprojekt ist auf dem sogenannten H-Platz stationiert. Hier arbeiten Ingenieure und Militärexperten an einem persönlichen Auftrag Adolf Hitlers. Dem Bau einer Riesenkanone, 43 Meter lang, 12 Meter hoch und knapp 1400 Tonnen schwer. Das Geschütz Dora kann aufgrund seiner Größe nur auf Doppelgleisen bewegt werden. Die Geschosse wiegen 7 Tonnen. 500 Mann sind mit der Bedienung beschäftigt. Kilo Sprengstoff stecken in der Treibladung. Die Granaten sollen bis zu 8 Meter dicke Eisenbetonkonstruktionen oder 1 Meter dicke Panzerstahlplatten durchschlagen. Im Dresdner Militärmuseum lässt eine 60 cm dicke Beschussplatte aus Stahl die Dimensionen von damals noch erahnen. Hitler ist begeistert. Dora wird zum bestgehüteten Geheimnis im Zweiten Weltkrieg. Bis zum ersten Einsatz kann es durch feindliche Spionagedienste nicht enttarnt werden. Den ersten und einzigen Einsatz gibt es an der Ostfront in Sewastopol. In der Morgendämmerung des 5. Juni 1942 rollt der gewaltige graue Stahlkoloss aus der Deckung. 2 Diesellokomotiven von je 1000 PS schieben das Eisenbahngeschütz auf Doppelgleisen in Schießposition. Über 4000 Mann haben zuvor monatelang die Spezialgleise gebaut. 5.35 Uhr fällt der erste Schuss. Granaten werden verschossen, nur 5 finden ihr Ziel. Jedoch sind die Wirkungen verheerend. Ein Munitionsbunker, 30 Meter tief unter der Erde, wird vollständig zerstört. Trotzdem, Hitler ist empört. Denn auch die Waffen, die er erobern wollte, sind vernichtet. Doch so gewaltig das Dora-Geschütz auch war, auf dem H-Platz in Hillersleben lassen sich nur noch winzige Spuren finden. Man kann immer weniger sehen, weil das immer mehr zuwächst. Die Feuerschirme war da unten drin. Das ist hier der Geschossfangwall. Auf dem etwa einmal 1,5 Kilometer großen Gelände wurden die Kanonenrohre des Eisenbahngeschützes angeschossen und bekamen ihren Beschussstempel. Eine Art Prüfung auf Festigkeit und Stabilität. Nach 1945 transportierten Amerikaner und Engländer die restliche Technik ab. Die Sowjetarmee sprengte wenig später das Gelände. Nur noch Bruchstücke des damaligen Wunderwaffenprojektes können wir mit Oberstleutnant Heinrich Schotte finden. Das ist wahrscheinlich der Bereich, wo mindestens noch ein Stück drüber das Rohr gezeigt hat. Sonst hätte man ja hier den halben Berg weggeschossen. Am Spitzenberg standen die Beschussplatten der Dora. Eisenarmierte Betonwände und meterdicke Stahlplatten. Um den Transport des tonnenschweren Materials sicherzustellen, war der H-Platz per Eisenbahn zu erreichen. Vom Grunde her wurde das Rohr mit Eisenbahnwaggons bis hierher gefahren. Man muss sich vorstellen, ein solches Rohr, zum Beispiel der Dora, wog 700 Tonnen. Und musste dann hier auf eine Bettung adaptiert werden.
Und das Rohr muss geragt haben bis zu dem Teil, wo wir vorhin gestanden haben, wo diese Kiefern wieder anfangen. Insgesamt 3 Dora-Geschütze wurden zwischen 1941 und 1943 gebaut. Der Riesenaufwand an Geheimhaltung, Zeit, Material und Personal forderte aber schon bald berechtigte Kritik. Denn der Nutzeffekt war tatsächlich gleich null. Noch vor Kriegsende wurden alle 3 Geschütze gesprengt. Einige der in Hillersleben erprobten Waffen haben jedoch bis heute überlebt. Unter der Bezeichnung Babylon-Geschütz tauchen Anfang der 90er Jahre sogenannte lange Glattrohrkanonen aus Hillersleben im Irak auf. Diese sogenannte lange Glattrohrkanone oder das, was dazu an Unterlagen entstanden war, die hat es, haben die Amerikaner hier vom Platz mitgenommen und haben die zum Zwecke der Weltraumerkundung den Kanadiern verkauft. Ein gutes Geschäft. Und das ist auch betrieben worden. Die Kanadier haben mit dem Professor Bull eigentlich das auch gemacht und haben es geschafft, mit diesen Dingern und Peenemünder Pfeilgeschossen 180 Kilometer in den Weltraum geschossen und haben die Geschosse auch wieder mit Fallschirm und Ähnlichem wieder zurückgeholt. Und dann hat ja bekanntlich die Raketen haben den Wettlauf gewonnen mit der Weltraumerkundung und dann gab es vom kanadischen Staat kein Geld mehr. Daraufhin wurde der Professor Bull, machte sich selbstständig und wurde einer der größten internationalen Waffenhändler. Und der hat unter dem Begriff Babylon-Geschütz 1990 versucht, dem Saddam Hussein diese lange Glattrohrkanone zu verkaufen. Doch das Geschäft mit den Kanonen platzt. Der kanadische Waffenhändler Bull wird in einem Brüsseler Hotel tot aufgefunden. Bis heute ist unklar, ob amerikanische oder israelische Geheimdienste mit dem Mord zu tun haben. Der größte Teil der Versuche unterliegt in Hillersleben jedoch keiner strengen Geheimhaltung. Neben knapp 400 Soldaten arbeiten über 1500 Zivilisten ständig auf dem Platz, vor allem Leute aus der Umgebung. Der Alltag auf der Heeresversuchsstelle ist eher gemütlich. Vom Krieg an den Fronten ist wenig zu spüren. Die Arbeitszeit ist mit 40 Stunden erträglich und die Versorgung ist gut. In Hillersleben zu arbeiten ist begehrt und so entwickelt sich die Heeresversuchsstelle bald zum beliebtesten Arbeitgeber der Region. Also ab 1938 bildete die Kommandantur Lehrlinge aus. Und da habe ich mich entschieden, auch das Maschinenschlosserhandwerk zu erlernen. In der Artilleriewerkstatt des Versuchsplatzes Hillersleben, beworben bei der Kommandantur, angekommen, als 16-Jähriger mit mittlerer Reife. Die Ausbildung in Hillersleben zählt zu den besten ihrer Zeit. In den Büros und Werkstätten geht es nicht um propagandistische Erfolge, sondern um tatsächliche Überlegenheit. Trockene Forschung und tausende eintöniger Versuche, das ist der Alltag. Bedingt durch den Krieg arbeiten immer mehr Frauen in Hillersleben. 1944 stellen sie knapp 60% des Personals. Auch Erika Ziegner kommt 1936 auf den Versuchsplatz und beginnt ihre Arbeit bei den sogenannten Messmäusen. Das sind Gruppen von 5 bis 6 Frauen, die die Geschwindigkeit der Granaten bestimmen. Da kriegt man ein Häuschen zur Verfügung gestellt. Und da waren denn die Betten drin, richtig Feldbetten, wie die Soldaten hatten. Und ein Spind hatte jeder drin. Nicht wahr? Und dann mussten wir 8 Tage da bleiben, weil fuhr ja kein Fahrzeug denn. Der Arbeitstag in Hillersleben ist straff. Die Arbeitswochen sind anstrengend. Doch trotzdem, der gute Ton im Umgang zwischen Militär und Zivilisten wird besonders gepflegt. Viele Freundschaften entstehen auf dem Platz. Einige halten ein Leben lang. Da musste ich damals im Luftschutzkeller, hatte gerade Urlaub, da musste ich im Luftschutzkeller und da bin ich gefallen und hatte ein ganz dickes Bein. Und da hat mein Chef gesagt, so der Jüngste, der bringt Fräulein Fischer, mein Name ist Erika Fischer, bringt einen Blumenstrauß. Und dann kam ein Mann mit dem Fahrrad angestrampelt, mit einem wunderbaren Blumenstrauß. Und da sind wir zusammengekommen. Der Versuchsplatz wird für viele zur zweiten Heimat. Während der Woche ist er der Arbeitsplatz, an Feiertagen ein beliebtes Ausflugsziel. Allerdings nur für Beschäftigte.
ich hatte einen Ausweis, mein Mann auch, wir konnten eine Schutzbahn mit den Rädern immer hochfahren. Und da haben wir viele schöne, man sagen, Hirsche. Die haben genau gewusst, wenn kein Schießer mehr kam, da raus aus dem Wald. Und da konnten wir das schön beobachten immer. Ja, und die vielen Pilze, die wir da gesammelt haben. Oh, unheimlich viel. Also es war wirklich herrlich, die Zeit. Für Abwechslung im monotonen Versuchsalltag sorgen auch Filmaufzeichnungen. Zu den bekanntesten gehört der Uferstreifen Der Westwall. Gedreht wird der Film auf dem sogenannten A-Platz in Hillersleben. Weit ab vom eigentlichen Westwall, der sich von Basel im Süden bis Kleve im Norden erstreckt, etwa 650 Kilometer. Ein gigantischer Komplex von Bunkern, Panzersperren und Abwehreinrichtungen. Er soll einen möglichen Angriff von Westen aufhalten. Doch die Wirklichkeit zeichnet ein sehr viel nüchterneres Bild. Von Materialknappheit betroffen, von ständigen Planungsänderungen zermürbt, ist der Westwall bis 1939 nur eine große Baustelle. Für Propaganda und Versuchszwecke entsteht deshalb in Hillersleben ein originalgetreuer Nachbau des gewaltigen Bunkersystems. Vermutlich die einzigen Kilometer mit kompletter Ausrüstung. Die Anlage verfügt über eigene Sauerstoff-, Wasser- und Energieversorgung. Eine Grubenbahn sorgt für einen schnellen Transport auf den verschiedenen Ebenen. Treppen und Fahrstühle verbinden das mehretagige Höhlensystem untereinander. Vom Sanitärtrakt bis zum Mini-Lazarett. Die unterirdischen Verteidigungsanlagen sollen ein monatelanges Überleben ermöglichen. Knapp 2 Jahre Bauzeit kostet die Anlage in Hillersleben. Schon wenig später wird sie zerstört. 1945 sprengt die Sowjetarmee den gesamten Komplex in die Luft. Übrig bleibt ein riesiger Krater. Doch an einer winzigen Stelle gibt es ein Tor in die Vergangenheit. Zum ersten Mal nach über 50 Jahren soll erneut ein Kamerateam die alte Filmkulisse des Westwalls betreten. An der Seite von Sicherheitsexperten und dem Westwall-Spezialisten Martin Büren ein gefährlicher Abstieg ins Ungewisse. Man hat hier wahrscheinlich 3,50 Meter Deckenstärke gehabt. Das heißt ja auch A-Werk Hillersleben, das heißt in Ausbaustärke A 3,50 Meter, das kommt dann ungefähr hin, sodass das hier das oberste Geschoss unter der dicken Decke war. Die Anlagen selbst sind ein- bis zweistöckig und dann geht es etwa 15 Meter im Schacht in die Tiefe und unten kommen dann die unterirdischen Anlagen. Als einzigen, nahezu vollständig erhaltenen Raum finden wir die Energiezentrale des Bunkers. Die gewaltigen Rohre sind Lüftungsanlagen. Über spezielle Filtersysteme sollten sie vermutlich für ein Überleben bei Angriffen durch Chemiewaffen sorgen. Und dann entdecken wir das Herzstück der Anlage, den 6-Zylinder-Dieselmotor.
Von 1939 an diente die Anlage vor allem der Ausbildung von Sondertruppen. Für den Westwall-Film wurde jedoch Personal aus Hillersleben rekrutiert. Doch das hatte fast fatale Folgen. Alle hier stationierten Soldaten trugen auf ihren Schulterstücken das geheime Erkennungszeichen VH für Versuchsstelle Hillersleben. Es hätte nicht lange gedauert, bis die Propagandalüge geplatzt wäre. Ich weiß nur, dass mein Vater mal gesagt hat, dass da ein Film gedreht wurde und dass dann die Offiziere, die in Hillersleben diese Erstfassung gesehen haben, um da ein Gutachten abzugeben, gesagt haben, also der Film wäre die größte Blamage. Und deshalb wurde dieses VH dann rausretuschiert und es kam dann zu einer zweiten Fassung. Ja. Zur Verteidigung sind die Bunker mit allem ausgerüstet. Fahrstühle bringen Munition bis in die obersten Stockwerke. Hier stehen Maschinengewehre, Flammenwerfer und Geschütze, abgeschirmt durch die legendären Panzertürme vom Typ 40 P8. Auch diese werden in Hillersleben getestet. Mit einer Wandstärke von 60 cm Stahl gehören sie zu den mächtigsten Verteidigungsanlagen überhaupt. Über 50 Jahre später. Mit schwerer Technik gehen wir auf Spurensuche nach Resten der legendären Panzertürme. Vermutlich die letzten, die es weltweit gibt. Unter den tonnenschweren gesprengten Einzelteilen suchen wir nach einer winzigen Nummer. Sie soll uns das Baujahr und den Typ verraten. Ja, das ist die kritische Stelle da irgendwo. 1936. Reicht ja. Fantastisch. Hier ist auch der Rest. Nummer 1 aus der 36. Fantastisch. Die legendäre Panzerkuppel zählt neben den riesigen Geschossfängen und den Resten des Westwalls zu den letzten Zeugen, die heute an die ehemalige Heeresversuchsstelle erinnern. Der größte Teil an Unterlagen, tausende Tonnen Material und Patente, haben Amerikaner, Engländer und Sowjetarmee 1945 abtransportiert. Wie viel davon für eigene Militärforschung weitergenutzt wurde, ist bis heute unbekannt. Unbekannt bleibt auch eine Reihe von Forschungsprojekten. Von einigen gibt es nur noch mündliche Überlieferungen, zum Beispiel von der sogenannten Windkanone, einer Art Hochdruckpumpe gegen feindliche Flugzeuge. Und zwar hatte man diese Hochdruckpumpe, die ja praktisch einen Wirbelsturm erzielen sollte für niedrig fliegende Flugzeuge, also man holte die praktisch mit einer Ladung Pressluft vom Himmel, dass diese Hochdruckpumpe in Magdeburg im Januar und im Februar zum Einsatz kam. Mein Vater hat sie dort selber mit aufgebaut und bedient. Und sie haben mit ihm einmal ein Flugzeug runtergegangen. Die Heeresversuchsstelle Hillersleben ist Beleg eines politischen Systems im Wahn nach militärischer Überlegenheit und Weltmacht durch Riesengeschütze und sogenannte Wunderwaffen. Die wissenschaftlichen und technischen Leistungen der Ingenieure finden jedoch bis heute Anerkennung und Hochachtung.